Hallo, Zelle. Ich freue mich riesig auf heute Abend, wenn ich dann bei euch bin. Jetzt bin ich erst in dieser Form bei euch, also erst so auf dem Bildschirm und nicht so richtig materiell. Aber ich freue mich riesig auf den Abend. Ihr seid alle wunderhübsch und ganz cool, dass ihr da seid. Ich weiß übrigens gar nicht, ob man Zelle sagt oder Cell oder Kell oder was auch immer. Ihr dürft mir das heute Abend dann sagen und ich werde mir das merken und üben, damit ich es richtig ausspreche, wo wir dann auch immer sein werden, wie das Ding da heißt. Das Thema von heute Morgen ist connected sein und ich finde es ganz cool und wichtig, mit Leuten connected zu sein. Connection ist super zentral, also in einer Beziehung drin nicht connected zu sein, dieser Paartherapeut, oder? Wenn man nicht mehr connected ist, das ist absolut mühsam, da wird's mühsam in der Beziehung drin. Und Connection ist zum Beispiel Facebook. Ja? Ich bin connected mit Menschen über Facebook. Man kann ja sagen, was man will über Facebook. Kann gut sein und schlecht sein und alles ist okay. Aber ich mag diese Chance, über Facebook mit Menschen connected zu sein. Und gleichzeitig das hier, das da filmt, ist ja mein iPhone. Und ich mag es, mit Leuten zu connecten. Ich habe so eine Zugstrecke von Zürich nach Jennins. Sind etwa eine Stunde Zug, das ist mein Arbeitsweg nach Zürich, wo mein Office ist, in Jenins, wunderschönes Bündnerland, in den Bergen, da wohne ich, in den Schweizer Bergen und da fahre ich dann und dann habe ich manchmal Gespräche und dann wechselt, ja im Zug springt so die Antennenverbindung und ab und zu haut es mich da raus aus dem Gespräch. Also ich bin so richtig schön schweizerisch, heute ja, grüezi, ich bin so im Gespräch drin, ich bin ganz wichtig, ich erzähle und so und plötzlich ist zack, die Verbindung weg. Und ich merk's nicht. Ich erzähle dann auf mein breites Schweizerdeutsch meinem Kollegen die ganze Story von, ja, ich bin eben noch letzte kurz im Zug und dann habe ich das unglaublich lässig Viech gesehen. Das müsstest du mal anschauen. Und irgendwie bin ich nach 2 Minuten oder so, oder nach einer Minute, ja, merke ich, hallo? Ist gar niemand dran? Ich muss nochmals anrufen, merke, der ist rausgefallen. Fragen, hallo, was war das letzte Wort, das du gehört hast? Okay, und dann setze ich wieder an, ja, wer das Viech dort im Zoo, das ist unglaublich, das muss ich erzählen, wie das aussieht, das ist wahnsinnig. Also, und plötzlich ist es wieder weg. Innerhalb von ein paar Minuten haut es mich da 5-mal aus der Verbindung raus. Die Leute rundherum finden das natürlich super witzig, immer wenn ich da wieder, Entschuldigung, ja, wir sind schon noch, ist einfach nicht mehr dran. Ja. Oder diese Verbindung ist super mühsam, wenn die nicht da ist. Verbindung ist absolut zentral. Sonst kann man nicht telefonieren, kann man nicht reden. Auf derselben Strecke habe ich mal über ein Online-Portal, ich mache so Hotspot von meinem Smartphone auf dem Computer und kann ich auf dem Computer meine E-Mails checken oder online sein. Und da habe ich auf einem Social-Portal eine Nachricht gekriegt von einem, der sagte, ey Bobby, coole Message hast du gehabt und so weiter. Und du bist für mich ein christlicher Held. Also es stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich fand das eine witzige Aussage und habe zurückgeschrieben, ja, das bin ich. Und dann habe ich weitergeschrieben, aber du bist auch ein christlicher Held, denn in Gottes Augen bist du sein Held. Und dann habe ich da alles so geschrieben und so weiter und wollte absenden. Und in dem Moment, als ich Send gedrückt habe, ist die Verbindung zusammengebrochen. Und ich weiß nicht, wie das technisch überhaupt möglich ist, aber es hat nur den ersten von meinen Sätzen übermittelt. Er schreibt, du bist ein christlicher Held und ich schreibe ihm zurück, ja, das bin ich. Zum Glück habe ich es ein paar Stunden später gemerkt und konnte ihm zurückschreiben, sorry, das war nicht Absicht, ich wollte nicht einfach schreiben, ich bin ein christlicher Held, danke, hast du es gemerkt. Ich wollte einen Witz machen. Die Connection ist wichtig, wenn man was transportieren will. Die Connection ist aber auch überlebenswichtig. Ich habe gerade die Story von Apollo 13 wieder studiert. Das war ja eine Mondlandung, wäre geplant gewesen. Und dann ist ein Sauerstofftank explodiert bei dieser Raumfähre. Und unterwegs hatten die Probleme gekriegt. Houston, we've had a problem, heißt es. Und die konnten ja nicht einfach wenden und wieder zurückfahren. Das geht nicht. Da mussten die um den Mond herum, die haben die Anziehungskraft vom Mond benutzt, um sich zu beschleunigen und dann irgendwie mit dem Rest der Energie und dem Rest vom Sauerstoff wieder bis zurück zur Erde zu kommen. Und da mussten sie dafür auch die Systeme abschalten und hinter dem Mond war Funkkontakt weg. Die konnten nichts mehr anfunken und sie konnten nicht mehr angefunkt werden. Stell dir vor, du bist da irgendwo im All oben in so einer kleinen Büchse drin, so einer Konservendose und du hast keinen Funkkontakt mehr. Super mühsam und dramatisch, oder? Es ist wichtig, dass die Connection stimmt.
Im Schweizer Militär war ich selber Funker und da habe ich dann von einem Ort zum anderen Ort gefunkt. Wir waren in der Lawineneinheit, wir haben ja viele Berge bei uns und da ist, wenn jemand hier ist und da ist ein Berg und jemand ist hier, kann man da kann man nicht hin und her funken. Da muss jemand auf den Berg rauf und Rille spielen, damit man dahin von der einen Seite zur anderen funken kann. Und das ist super wichtig, denn es ist gefährlich, wenn man da irgendwo im Lawinenkegel drin ist und da geschieht was und man kann nicht funken. Es kann lebensgefährlich sein. Deshalb ist diese Person, die hier oben steht, das war oft ich, war eiskalt da oben, das ist super wichtig. Die Person, die verbindet die beiden Seiten miteinander. Und genau das ist es, was Jesus Christus gemacht hat. Da ist der Mensch und da ist Gott und die Sünde, heißt es in Jesaja, die trennt uns von Gott. Aber Jesus Christus ist da dazwischen gestanden und er ist der Mittler. Er verbindet dich mit Gott. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen an diesem Wochenende, dass du ganz neu die Dimension von Jesus spüren kannst. Dass er dich mit Gott in Verbindung bringt. Dass er dich mit ihm connectet. Dass du ihn wieder hören kannst. Die Connection zu verlieren kann lebensbedrohlich sein. Ich bin Gleitschirm fliegen gegangen mit einer Kollegin. Wir haben zum ersten Mal das gemacht. Da hat man einen Gleitschirm, da hat man ein Funkgerät darum. Und der Gleitschirmlehrer, der sagt immer in sein Funkgerät, was man jetzt machen muss. Und dann läuft man, Schirm geht hoch, man zieht da und fliegt und kurvt. Und am Schluss versucht man irgendwie wieder einigermaßen zu landen. Und alle Anweisungen kommen über das Funkgerät. Meine Kollegin, die ist da losgesprintet, hat den Schirm hochgekriegt und plötzlich flog die und wir haben gestaunt, gedacht, wow, krass, die macht das zum ersten Mal und die ist da gekurvt und so und der Gleitschirm, der sagt, Achtung, Baum, rechts ziehen, links ziehen, ja, und sie ist da geflogen und dann kommt der Boden näher. Wichtiger Moment, der Boden kommt näher, Gleitschirm hat eine ziemliche Geschwindigkeit, da kommst du mit den Füßen nicht nach, wenn du da einfach so landen willst, du musst das Teil abbremsen. Also hat der Lehrer neben mir hat da ins Funkgerät gerufen, okay, jetzt ziehen, bremsen. Und die Kollegin ist einfach weitergeflogen. Full Speed. Der Lehrer wird ein bisschen wütend, sagt, los, bremse jetzt. Die bremst nicht. Von oben schauen wir zu, wie die Full Speed Richtung Boden geht. Der Gleitschirmlehrer, der tickt richtig aus neben mir und schreit in sein Funkgerät, bremse endlich, was tust du, bremse. Sie bremst überhaupt nicht. Geht zu Boden, erster Fuß, oder? Berührt den Boden, den reißt es ihr nach hinten. Sie versucht mit dem zweiten Fuß da abzustehen, reißt es ihr nach hinten, weil der Schirm so schnell ist. Und dann geht sie mit einem flachen Fuß so, bap, voll auf den Boden. Mit einem flachen Fuß, ich meine, mit dem ganzen Körper auf den Boden. Und dann der Schirm zieht davon und sie macht, wir von oben so, oh, oh, oh. Es musst du ja hinschauen, willst du nicht, aber musst du. Die reißt es über den ganzen Boden, die frisst da Dreck, tiefe Spur und so. Nachher kommt die hoch, Gleitschirmflieger neben mir, super wütend, sagt, was ist los mit dir? Ich hab gesagt, bremsen! Sie so ganz eingeschüchtert, ich hab beim Start vergessen, das Funkgerät einzuschalten. Ist ein dickes Problem. Sie konnte ihn gar nicht hören, sie hat die guten Anweisungen von ihm gar nicht gehört. Wie kann sie dann Gleitschirm fliegen, wenn sie nicht weiß, wie es geht? Und wenn sie nicht hört, was der Lehrer sagt? Und genauso ist es im Leben. Wie können wir leben, wenn wir nicht hören, was Gott Gutes zu sagen hat? Wie wir leben können, wie wir leben sollen, was uns gut tut und was uns nicht weh tut? Wir müssen dieses Funkgerät einschalten. Wir müssen diese Verbindung einschalten. Die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir können Gottes Stimme hören. Du sagst vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Genau deshalb gibt es dieses Weekend. Es geht darum, dass wir hören, was Gott in unser Leben hineinsagen möchte. Und dazu müssen wir manchmal auch einfach das Funkgerät einschalten und die Antennen ausfahren. Ich liebe zum Beispiel das Navigationsgerät, das auf meinem Smartphone ist. Wenn ich irgendwo unterwegs bin an dem Event oder so und ich finde das Teil nicht, ich kann mich irgendwo verfahren, das Navigationsgerät sagt augenblicklich, wie ich wieder die Kurve kriege, um wieder in die richtige Spur zu kommen. Genau so sollten wir mit Gott unterwegs sein. Es ist kein Problem, wenn wir mal falsch abzweigen, wenn wir mal eine Kurve nicht kriegen oder irgendwo schräg davonlaufen. Aber das Navigationsgerät, Gott wird uns immer wieder
wieder auf den richtigen Weg führen. Das sagt im Psalm 32, ich werde mich mit meinen Augen werde ich dich leiten. Ich leite dich mit meinen Augen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Gott an diesem Wochenende ganz neu begegnen darfst. Schalt dein Funkgerät ein, dein Inneres, fahr deine Antennen aus und gleich dich ab mit Gott, was er in dein Leben legen möchte. Denn es ist gut und du wirst ans Ziel kommen. Bis heute Abend. Freu mich.